Soll er erstmal nach Hause? Die kommen mit. Die hätte ich nämlich ganz gerne drinnen später. Also nicht drin, aufgebaut. Das wäre zu gefährlich. Ja. Aber drin eingelagert, dass sie für die nächste Hall benutzen kann. So, und jetzt kommt das schöne Auseinanderklamüsern von dem Loot. Ich mag Looten. Also SMG-Receiver haben wir einen. Wir haben auch schon eine SMG. Eventuell könnten wir da ein bisschen rumtauschen. Nö. Der drin ist besser. Werde ich 3 Submachine Guns brauchen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, komm. So. Dann kann die wieder zurück. So, Magnum Grips. Haben wir hier ein 329er. Das heißt, der da kann schon mal weg. Der da kann weg. Der und der. Dann haben wir jetzt nur noch 2, wenn ich es richtig sehe. Ja, 2 einigermaßen gute. Und der hier ist... Oh, der ist gar nicht so gut. Stopp. Das Inventarmanagement. Das muss natürlich da sein. So. Assemble dich austauschen mit dem. Und dann wäre das alles grün. Und wir haben ein paar Punkte dazu bekommen. Du. Falsche Kiste. Du. Da. Pistol Grips sehe ich auch wieder zu viele. Ich will jetzt von jedem Waffenteil höchstens 2 hier drin haben. Und zwar die 2 höchsten. Dann passt das. Das muss auch nicht nach irgendwas sortiert sein, weil ernsthaft, das mit dem Sortieren klappt nicht. Zylinder sind okay. Hunting Rifle Receiver. Warte. Scrap. Hunting Rifle Barrel. Das ist das Shotgun Barrel. Long Barrel. Aber der da ist viel zu schrottig. Der hier setzt den. Shotgun Parts können weg. Schön, dass ich fast alles grappen kann. Also jetzt das da nicht, aber das verbrenne ich dann gleich halt. Rocket Launcher Receiver. Rocket Launcher Stock. Daraus können wir doch was basteln. Wir hatten noch keinen angefangenen Rocket Launcher, ne? Nee. Okay. Du. Assemble. So. Fehlen noch Rocket Launcher Parts und Rocket Launcher Barrel. Also die Hälfte fehlt noch. Du. Dahin. Pistol Parts. Wären da. Hunting Rifle Parts. So. Dich scrappen, ersetzen. Magnum Parts. Du bist schlechter als die anderen. Submachine Gun Parts. Die habe ich ganz übersehen. Und die AK Parts da auch. Und noch mehr Magnum Parts. Okay, warte. Magnum Parts, die marginal besser sind. Komm da rein. Die Magnum Parts sind das da oben, ne? Ja, du kannst dafür weg. AK-47 Parts. Hat das alles doppelt, oder? Assemble. Nee, hab ich noch nicht. Da und den Stock behalte ich erst, weil es ein Backup ist. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen AK-47 Receiver. Ah, ist doch schön. Dahin, dahin. Shotgun Parts haben wir noch welche. Blub. Hunting Rifle. Du kommst mit, du wirst aussortiert. Magnum Parts können gescrapt werden. Oh, warte. 5 Punkte mehr. So. Long Barrel war hier. Und dann sind wir auch langsam durch. Hat jetzt auch ein bisschen gedauert, aber ne, hat sich gelohnt. Definitiv. Scrap. So.
Magnum Frame. Kann damit hin. Der hier kann weg. Und das müsste es ein Waffenteil gewesen sein. Parts weg. Achso, SMG-Parts. Da noch hin. Den Zylinder noch scrappen. Jetzt aber. Magnum bleibt nicht hier, die kommt woanders hin. Dahin. Magnum bleibt hier, Pistole bleibt hier. Dich würde ich gerne reparieren. Und den Rest können wir später aussortieren. Gerade das Military Fiber finden wir ja normalerweise nicht so häufig. Das hätte ich also ganz gerne hier. Dann brauche ich jetzt Messing, richtig? Jo, was ein Wunder, ich brauche Messing. Reparier bitte dich. Danke. Ja, wobei Hunting Knife muss ich jetzt nicht mitnehmen. Damit kann ich theoretisch auch Leichen zerlegen. Ist in Ordnung. Ich brauche jetzt also Pfeile. Habe ich Federn? 19 Federn. Das ist nicht so viel. Und Steine finde ich draußen. Dich dahin. Stimmt, wir hatten ganz, ganz viel Glas angefordert. Wollten wir einen Wasserrun machen? Du verbrenn mal diverses Zeug hier. 59 Glasjars. Nochmal zu den 49 drauf. Okay. Du hast auch noch Glas? Nicht so viel. Ne, das ist in Ordnung. Ja, damit. Ich will keine Wasserprobleme haben bis zum Ende dieser Season. Wobei ich jetzt schon wahrscheinlich keine Wasserprobleme hätte, wenn ich das da. Ich kann die Fackel verbrennen. Ja, macht Sinn. Kann ich Gas? Nein, 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 nein. Ist alles gut. Ich mache vieles für Science, aber ein Barrel mit Gas bzw. Öl auf ein Lagerfeuer legen. Nö, nicht innerhalb meiner Basis. Das muss nicht unbedingt sein. Wasser kann erstmal mit hier eingelagert werden, genau wie das und das und das. Das. Und ja, ich hatte noch genug Golden Rod Seeds. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Ich sollte allerdings nicht losgehen ohne ein bisschen was an Tabletten. Also ungesund. Voll hochgepusht. Bisschen was im Glas dabei. Und das sollte erstmal reichen für Maisbrot, ne? Ja. Also, Trip zum See. Das kann aus. Und dann. Oh, ich sollte wieder. Ja, während ich jetzt am Rumtoben bin, sollte ich Beton anmischen. Beziehungsweise hier das rausholen. Zement. Habe nicht so viel. Zement, Stein und Sand. Woran hapert es? An Stein? Ne, am Zement jetzt, okay. Dann, du hast keinen Stein. Du warst hier hinten mal zuständig für Stein. Bevor wir dich umgemodelt haben auf Glas. Das heißt, ich schnapp jetzt dich, tu dich da rein. Und die Dinger auch mit. Gut. Das heißt, jetzt ein bisschen Zement verballern und Flaschen auffüllen und in der Nacht wahrscheinlich in die Mine gehen. Ja, Messing finde ich da nicht, das ist richtig. Aber ich finde Potassium und Kohle für Schwarzpulver, für ganz viele Pipebombs, die ja doch eine ziemlich gute Arbeit geleistet haben, auch wenn ich sie anders einsetzen sollte. So wie ich es ja schon während der Horde gesagt habe. Erstmal warten, bis die ganzen Spikes unten weg sind. Also die Zombies sich selber verletzt haben. Währenddessen kann ich ja ruhig oben raufballern. Und wenn die Spikes dann weg sind, erst dann die Pipebombs schmeißen. Weil die Mauer hält die Pipebombs einigermaßen gut aus.
Aber die Spikes nicht. Die Spikes waren so schnell weg. Ich denke nicht, dass es die Zombies waren. Also kann sein, ja. Ich war nicht mittendrin, ich war nur oben drauf. Aber ich denke, es waren eher die Pipe-Bombs. Zumal die auch eine Kette darunter geschmissen haben und. Das ist, ja. Ah, du wärst auch fast kaputt gegangen. Stufen wir auch mal auf. Wow, ist das hell. Gibt's einen An- und Ausschalter für... Oh, gibt's Redstone-Mechaniken? Oder irgendwas ähnliches hier in 7 Days? Nee, noch nicht, ne? So eine Schalteranlage wäre super. Also einmal Druckplatten komplett um die Basis rum. Und wenn irgendwo ein Zombie rauf soll, dann busch, gehen die Flutlichter an. So wie eine Einbrecherabschreckung. Das hätte was. Oder einfach nur einen Schalter in der Basis, den ich an- und ausmachen kann. Oder mit einem Lichtsensor, dass er dann nachts einfach nur angeht. Also keine Frage, ich kann die Risse jetzt sehr, sehr gut sehen, aber ich sehe halt eine Wand aus Weiß mit Rissen drin. Ha. Wie viel Zement verbraucht das so? Geht. Okay, dann mache ich nur das Gröbste ein bisschen. Für den Fall, dass irgendein Screamer ankommt, der dagegen schlägt. Aber den Rest mache ich dann wann anders. Und ich habe immer noch einen verstauchten Knöchel. Okay. Das heißt, unterwegs irgendwo einen Baum wegschlagen. Die Krater hier überall. Irgendwo einen Baum wegschlagen, was in der Wüste halt problematisch ist. Und ich auch keine Axt dabei habe. Und daraus einen Splint basteln. Brauche auch Cloth Fragments. Cloth Fragments, hm? Ja, okay, das muss warten. Das heißt, das Bein verheilt jetzt nicht ganz so schnell, wie es verheilen könnte. Aber ich denke mal, das ist schon okay. Schnelllädig trainieren. Oh, warte. Cloth Fragments könnte ich hier drin kriegen, oder? Irgendwas Klossiges, was ich zerschlagen kann? Hm, nö. Aber hier sollte auch noch was an... Oh, hallo. Ich wollte sagen, hier sollte eigentlich irgendwo noch ein Splint über sein. Weil ich habe hier nicht alle gelootet, was mir zu nervig war. Untouched? Okay. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, wir hätten Respawn, aber nee. Es sind sehr viele einfach nur leer. Wenn Respawn wäre, müssten sie alle gleichmäßig respawnen. Egal. Raus, raus, raus. Das hier eh nicht unbedingt so ausnutzen im Respawn. Ein kleiner. So, und bei dieser Kreuzung stöhnen. Bei dieser Kreuzung einfach geradeaus durch war das. So, Wasser schon mal vorbereiten. Du kommst aber mit. Ich mag meinen Yucca Juice. Hier ist die Neon-Aloe. Weep, 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 weep. Ja, definitiv bei den Shadern was komisch. Ein Stack, zwei Stacks. Ich bewege mich da mal lieber ein bisschen, nur für den Fall, dass irgendeiner von den Zombies, die hinter mir rumgrunzen, auf knapper Kurs gehen will. Submarine-Zombie, ich wusste es doch. Komm, nimm. Achso, du hast schon. Ja, okay, man darf die Animation nicht abbrechen. Ich hatte gerade hier Rechtsklick gemacht und während... Was? Das war ganz komisch. Also während er die Animation gemacht hat, habe ich schon mit dem Mausrad auf das nächste Glas gewechselt und dann auch gerechtsklickt. Aber dann wurde das Glas, was vorher ausgewählt war, nicht gefüllt. Zumindest sah es nicht so aus. Aber als sie das dann aktualisiert hat, war es doch gefüllt. Also ich probiere jetzt mal, das durchzuspammen. Ich drücke jetzt rechte Maustaste, sofort dann Mausrad hoch, wieder rechte Maustaste, Mausrad hoch, wieder rechte Maustaste und ich gucke, was passiert.
Nee. Nee, klappt nicht. Okay, man kann da nicht irgendwie rumschummeln. Aber ist okay so. So, das ist gut so. Das soll ja auch ein bisschen Zeit dauern. Wie viel Fest, Gläser habe ich jetzt gefüllt? 30, 60, 90, 120, 137? Es sollte auch eine Weile dauern, 137 Gläser mit Wasser zu füllen. Oh, nein, sehr gut. Damit wir unsere Nahrung schön ergänzen können. Also unsere Maisbrot-Grundversorgung ergänzen können durch Ham and Eggs. Nom, nom, nom. Es wird schon wieder dunkel. Der Tag ging schnell rum. Ich habe auch eigentlich nur ein paar Waffen aussortiert. Also Waffenteile aussortiert und rumgebastelt. Aber ist nicht schlimm. Jetzt kurz nach Hause, das Wasser abliefern und durchkochen. Dann, während das durchkocht, das Inventar leer machen und die Picke einpacken. Also Picke und Axt, damit ich unterwegs auch Holz hacken kann. Und dann geht es die Nacht über in die Mine, um da dann zeitraffermäßig hoffentlich sehr viel Potassium und Kohle zu finden. Krass. Also es ist schön, dass die Mauer gehalten hat. Ja, mein Haar muss gleich repariert werden. Jetzt so. So, vorsichtig mit dem Bein. Das ist ja noch, ne? Angeschlagen. Und es wurde vorgeschlagen, dass ich hier einfach noch die Frames hinsetzen soll, damit ich jederzeit einfach rüberlaufen kann. Und wenn die Horde halt kommt, mach die Frames weg. Das ist richtig, das wäre sicherer. Aber zwei Sachen, die da nicht beachtet wurden. Zum einen übt es mich, dass ich regelmäßig rüberspringen muss. Dadurch bin ich etwas gazellengleicher. Und es könnten tagsüber Zombies hier aufs Dach rauftrampeln. Und ich vergesse doch ab und an mal hier das Ding zuzumachen. Und das wird ja nicht ganz so gut. Also, ja, ich lasse es so, wie es ist. Aber trotzdem danke für den Vorschlag, der meine Knöchel schonen soll. Hier. Bottled Water 152 Mal. Das sortiert mein Inventar schon mal sehr gut aus. Und du brauchst auch noch Brennmaterial. Ja, Brennmaterial, Brennmaterial. Wir haben Kohle über, ne? Ja. Also wir kriegen anscheinend mehr Kohle als Potassium. Das heißt, ich nutze die 500 hier als Brennmaterial. So, das bitte alles einschmelzen. Und dann zwei Zement. Ja, du machst das schon. Ist okay. Gleichzeitig hier auch irgendwas einschmelzen. Ich habe sehr viel Blei, ich habe kein Brass. Ich habe sehr viele Bullet Tips. Nö. Du kriegst jetzt hier Eisen, die Barrels, Stein. So, so, so. Das heißt, das Biozeug. Ich hätte gerne meine Stahlpicke, meine Eisenpicke. Das da. Das kann geschluckt werden. Die Pfeile könnte ich. Also die Stahlpfeile könnte ich. Hier. Wo ist meine Munition? Achso, ich habe alles verschossen. Stimmt. Ich bin ja alle Waffenarten so einmal ein bisschen durchgegangen. So. Sand noch hier lassen. Sollte ich aber eigentlich unterwegs auch noch ein bisschen was einsammeln. Für Zement. Und das bleibt hier. Ja, also Holz hacken, ein bisschen Steine schlagen. Sand schaufeln auf dem Weg zur Mine und dann Zeitraffern. Blub. Ah, ja. Wobei ich eigentlich. Wobei ich eigentlich Lust hätte, was anderes zu machen. Aber wenn ich jetzt wirklich noch was anderes mache, statt zur Mine gehen, dann sollte ich mich auch besser vorbereiten.